Wir sind der Samariterverein Wetzikon, Seegraben. Ich bin Ghislaine Aebischer und Vizepräsidentin. Wir feiern heute 125 Jahre Samariterverein, sind unglaublich stolz darauf und hoffen, dass wir die nächsten 100 Jahre noch bestehen. Es sind sehr viele Ehrenmitglieder heute dazugestoßen, die uns unglaublich freut. Aber wir haben auch Gäste aus Politik und aus der Gesellschaft. Herzlich willkommen zu der heutigen 125. Jubiläums-GV vom Samariterverein Wetzikon. Herzlich willkommen Katharina Heftig, Gemeinderätin von Seegraben. Stadtpräsident Pascal Bassu. Remo Vogel, Stadtrat Wetzikon. Und dass wir uns alle sicher fühlen, der Matteo Maio von der Stadtpolizei Wetzikon. Ein grosser Dank fürs Engagement, die ihr hier für erweiterte Arme von der Gesundheitsversorgung der ganzen Region beiträgt. Ihr macht für geplante Einsätze Samariter Sanitätsdienst für zentrale Anlässe wie Stadtfest bei uns in Wetzikon, aber auch das letzte Mal habe ich von eurer Unterstützung beim Kinderfest zählen. In Seegraben hat es auch jene Anlässe, die ihr dort euch engagiert. Unser Ziel ist, den Menschen zu helfen, der Stadt etwas Gutes zu tun und natürlich auch, dass das Fest reibungslos ablaufen kann. Neu werden wir für auch nicht geplante Einsätze, nämlich als First Responder, aufgeboten. Und das finde ich definitiv keine Selbstverständlichkeit. Also, ihr helft mit, dass die sogenannten Einsatzinterventionszeiten können aufs Minimum abgebracht werden, dass ihr wieder schnell vor Ort sind. Die Einsatzleitzentrale weiss, wo ihr seid. Also kann man sagen, da ist der Patient. Also gibt es jemanden, der eins Medi sofort ausrücken. Und für das hat man die sogenannte First Responder Organisation auf Bein gestellt. Wir sind fast überall in der Stadt zu sehen, eigentlich fast immer, wenn es ein Fest gibt. Wir sind verantwortlich für die Erste Hilfe, wenn etwas passiert, wenn man ein Pfläschchen braucht oder manchmal Kinder, die nicht mehr die Mami finden, auch die werden uns gebracht. Wir suchen immer wieder Leute, die bereit sind, freiwillig während ihrer Freizeit Erste Hilfe zu leisten. Es ist etwas Wertvolles. Und wir sind ganz eine lustige Clique, die natürlich ganz fundierte Ausbildung bekommt. Diese Ausbildung kannst du bei uns machen. Wir sind an der Kilbi zu finden, am Stadtfest, an sämtlichen Turnvereinen, an sämtlichen Sportvereinen. Einfach überall, wo viele Leute sind und wo Gefahr besteht, dass sich jemand verletzen kann, ist der Samariterverein da, zur Stelle, wenn etwas passiert. Erzähl jetzt mal den Jubilaren auf dem Samariterverein, wie der noch passiert ist. Und nachher haben wir Security drüber. Man braucht keine besondere Vorkenntnis, zum Samariter zu werden. Man sollte auf die Leute zugehen können. Man sollte nicht Angst haben, Kontakt haben mit den Leuten, weil die sind auf uns angewiesen. Man muss vielleicht nicht gerade umkehren, wenn man Blut sieht. Oder man hat natürlich mit verschiedensten Leuten zu tun, dort sollte man keine Berührungsängste haben. Hauptsache, der Hund ist gesund und der Käse ist reiss.